Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Phantom Doktrin. Ich muss jetzt nochmal ans Reißbrett. Beziehungsweise ans... Oh, was ist das nochmal? Mir liegt es auf der Zunge, das Material. Kork. Übrigens ein sehr sinnvolles Material. Ach guck mal, Fidel Castro. Hat das Positionierungsgerät erfolgreich in der Ladung in Kuwaitstadt angebracht. Die Schmuggelware wurde dann durch das Belvedere befördert und kam per Luftfracht in an. Sie wurde dann von LKWs der Machthaber abgeholt und bis zu transportiert. Derzeit durchsiebt der Umgang Ladelisten aller größeren Häfen zwischen den beiden Standorten. Ach, der Umgang ist auch wieder ein Name. Oh. Komodo, der Torbogen. Die Wasserspur. Ach, das Paradies. Das hilft mir jetzt gerade überhaupt nichts, oder? Weil das eine Person ist und das sollte eigentlich ein Ort sein. Gemäß Einsatzbesprechung 2J, jüngste Sichtung von Crusoe, nachverfolgen, Informationen von dem Orchester, über Anfreundung von, mit genau nachprüfen. Orchester habe ich glaube ich nicht drin gehabt bis jetzt. Was haben wir hier? Killerwahl. Mir ist aufgefallen, dass ihre letzte Spesenabrechnung in gekaufte Hotdogs im Wert von über 200 Dollar enthält. Zuerst dachte ich, das sei ein Euphemismus für Schmiergelder an die Nachtwächter oder Nachschub für irgendein Projekt. Aber nach einigen Nachforschungen habe ich festgestellt, dass unsere hochqualifizierten Agenten tatsächlich eine unverständliche Menge an Geld für Fleischröhren ausgeben. Können Sie mir das erklären? Volksheld Insider, das Talentbüro. Maverick, der Sanddorn. Die Ius Genera. Killerwahl. Sie sollen sich zur ersten Adresse im Anhang begeben, einer Farm außerhalb dem Krater und einem Treffen von UFO-Anbetern beiwohnen. Dort werden sie sich als abtrünniger Agent von ausgeben und ihnen Beweise zu außerirdischem Leben an der zweiten Adresse, einem verlassenen Gebäude in versprechen. Ach so, außerhalb von dem Krater. Killerwahl hatten wir auch gerade, oder? Da. ...1000 tauchte nicht zur vereinbarten Zeit in der Einrichtung von dem Orchester auf und verpasste das Treffen mit Stellvertretern von dem Talentbüro, um die jüngste Lage in dem Torbogen zu besprechen. Tätige mehrere Anrufe und schickte um üblichen Auftrag bla 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 in der Wasserspur. Torbogen haben wir auf jeden Fall. Da oben, der Torbogen. Maverick, Sanddorn. Hatten wir den Machthaber nicht gerade auch? Ah ne, da unten war der Machthaber noch. Maverick sagte, dass sie noch die passende Person für die Linienflugzeugoperation suchen. Also habe ich ihnen eine Liste von Kandidaten besorgt. Sie haben vielleicht schon aus unserem Einsatz in mit Foxtrot von ihm gehört. Bla bla bla. Nachtwache. Ach, und Maverick. So, Foxtrot ist nämlich hier. Dann haben wir die Verbindung zu Maverick, also nach Fidel Castro. Und jetzt geht's das Paradies, das Orchester. Da. Moment.
Das Talentbüro. Hier geht es nämlich dann hin und dann kommen wir nach Miami. Wundervoll. Und wir bekommen nur potenzielle Rekruten. Ah, und sie sieht wirklich 80er Jahre aus. Nee, Cross. Bist du schon Cross oder bist du... Ist auch egal. Loki. Die macht Spaß mit dir. Wie viele feindliche Agenten haben wir denn überhaupt noch in unserem Labor? Tut mir leid, wir müssen euch töten. Möchte ich die Beholderzelle angreifen? Eigentlich nicht. So, wir haben beide Tarnungen verwendet. Nehmen wir mal Maverick auf dem freien Platz mit. Oder Watchmen. Watchmen kann wenigstens Pistolenschalldämpfer verwenden. Ich habe schon Faible für Pistolen, ne? Deadpan muss diese Formation durchführen. Ach so, weißt du, was das war? Das war ja die Basis von dem habgierigen Marshall. Es hat sich herausgestellt, dass Tai Pan, ein relativ unbedeutender Verbrecherboss und Informationshändler in Hongkong, ein Agent der Verschwörung ist. Das ist die perfekte Gelegenheit, ihn zu einem Doppelagenten der Kabale zu machen. Schicken Sie ein Einsatzteam zu Tai Pans Restaurant, entführen Sie ihn und bringen Sie ihn lebend zum Versteck. Welcome to Chinatown. So, mal eben gucken. Ja, muss wirklich durch den ganzen Laden laufen. Um an diese Kamerasteuerung ranzukommen. Hong Kong, folks, where the food and the gangsters hate your guts. Keep your eyes open. This place will be crawling with Taipan's people. For every gangster you spot, assume there's three you're missing. Thanks, that's reassuring. Verdammt, ich hatte noch überlegt, ob ich im Norden das Ding mache. Du klopfst den. Aha. Let's get this over with. Das war's schon mit den Agenten. Nein, nicht mit allen. Jedenfalls mit den beiden. Du kommst an den anderen nicht ran. Weil da steht der ganze Scheiß im Weg. Can you make up your mind already? Looks like Taipan is keeping this guy for later. See if there's anything we can use. Well, what do you know? He did have something useful here.
Okay. Dann rumkrabbeln. Okay, der wird da vorne an den Schrank gehen. Erstmal bis hier. Da habe ich mir gedacht, da steht mich ein Wachmann. Aber wenn der da runter geht, wird der mich nicht sehen, wenn ich hier in der Ecke stehe. Hammer. Wie viele abgefuckte Agenten stehen hier rum? Der läuft nächste Runde da rechts lang und wird wahrscheinlich nach oben gucken. Du patrouillierst da oben lang. Aber da oben stehen auch noch Wachen. Das will ich ein bisschen. Ja. Hart gerade. Ich hoffe, dass er sich nicht umdreht. I was just thinking about you. Oder dass von oben einer kommt, das wäre auch schlecht gerade. Warum läuft eigentlich jetzt ganz anders? So ein Penner, ey. Wir müssen ja wohl von da aus ohne Probleme töten. Hängt da ein Zivilist außerhalb des Hauses auf dem Balkon? Balkon ist das gar nicht, das ist, weiß ich nicht. Kleine Absperrung.
I trust this is important. Du machst Feuerschutz in die Richtung. Weil da oben wissen wir, da stehen ja zwei. Yes, I can picture that. Oh, I can. Der hat noch zwei Schritte parat, deshalb lasse ich ihn mal kurz zum Kasten gehen und dann wieder zurück. Dann wird es jetzt eine Action-Mission. Kann ich sehen, wie viel HP der hat? Ein 45er. It's over now. Danke. Dass die da unten jetzt im Winkel so scheiße steht, ey. Der Penner ist da irgendwo im Restaurant ganz oben. What is it this time? Na, vielleicht machst du ja einen guten Schuss. Die Kamera hat sich ja erledigt. I trust this is important. I read you. Wer kommt uns entgegen? Ja, anscheinend. Da ist er. Und zwei Polizisten. Let's do this. Nur gestreift. Überall Hongkonger Polizisten. Ach, der sieht nur den hier vorne. So, selbst wenn er sich bewegt, würde ich ihn nicht töten. Raus mit dir, Tender.
schaltet den anderen Polizisten aus. Enjoy. Er wird ja wahrscheinlich die Hongkonger Polizei bestochen haben. Sonst würden die ihn ja nicht so supporten hier. Theoretisch können wir den in der Deckung erwischen und töten. Hm. Nicht so dein Fall mit dem Schießen. Ein Overwatch reicht, weil wenn er sich bewegt... Ja, genau das. This time. Knüppel ihn platt. Target is down. I repeat, target is down. Pick him up. We need him alive. Waiting on you. Ist der Polizist verschwunden? Oder haben wir den... Nee, ich hab den noch nicht getötet. Na komm, Deadpan. Dann heben wir den auf. Auch wenn du auch drei Züge dranhängst. Du wirst die ganzen Agenten schon erschossen haben. Was geht ab? I'm on it. Oh yeah. Mm-hmm. Extraction order confirmed. Ich hoffe mal, dass die ganze Verstärkung im Nordosten kommt und nicht hier unten. Der gute Druck einer Cola. Bis sie für meinen Tod mal verantwortlich ist. Luftangriff in 5 Runden. Alarm. Waiting on you. Alle raus aus dem Fenster. Your mind already? If you really think so. Oh God, no. Ich hoffe, deren. Also, die kommen wirklich von der Seite. Hier unten ist nichts gespawnt. Vielleicht kommen sie vom Gang. Ich will sie nicht. Du versteckst dich hinten hinter der Säule.
was just thinking about you. Du kannst da mal runter gucken, vielleicht kommt dir was entgegen. Und du warst mehr oder weniger fertig im Moment, ne? Da kommt der Bulle. Der weicht natürlich aus. Aber nicht im zweiten Beschuss. I'm here. Oh, wir schaffen es mit ihm auf dem Rücken bis ganz hinten. So, du musst da weg. Oh, das ist schon Ende der Karte. Danke, Spiel, dass du mir so viele Deckungsmöglichkeiten gibst hier. Ich glaube, die kommt einen Schritt weiter. Oder auch nicht. Dann geh du ans andere Fenster. Watchman! Are we done standing around? Watchman! Let's get this over with. Du. I'm here. Wo kommst du her, my friend? Nobody knows. Uh-huh. Wundervoll. Wir kriegen alle weg. Ja? Ja. Jemand vergessen? Nö. Evakuierung starten jetzt. Lass deinen Agenteneinzug nie ohne Deckung beenden. Habe ich schon häufiger gemacht. Neue Geheimakten, potenzielle Rekruten. Neue Vorteile. Bonus EP. Mehr Vorteile durch Deckung. Warst. Okay, Finanzmittel reichen im Moment für nix. Welcher Stube sind die am hantieren? Und jetzt? Kontrollphrasebehandlung durchführen. Kosten 2000. Schnapper. Beim Durchforsten älterer Dokumente sind wir darauf gestoßen, dass Orange während der irakischen Revolution 1979 als feindlicher Agent diente. Wir konnten nicht feststellen, ob seine Verbindung zur Organisation abgebrochen ist. Soweit wir wissen, könnte er ein Maulwurf sein. Agent konfrontieren. Ah, wir beiden in meinem Auge. Ein neues chemisches Präparat. DX Ampere. Für $50.
Oh, Bewegungsreichweite wird stark reduziert, aber sie kriegen einen weiteren Bewegungszug. Deshalb, das macht nichts. Die kann jetzt dreimal, hat drei Aktionspunkte. Und kann dreimal vier Schritte gehen. Vorher konnte die zweimal sieben gehen. Ah, doch, es wird wirklich ein bisschen weniger. Hm. So, da haben wir die 2000. Ein Tag und 8 Stunden. Genug Zeit, alle anderen unter Drogen zu setzen. Warum, solange der in der Kontrollphase ist, haben wir ja alle Zeit der Welt. Und die Gefahr steigt nicht mehr. Aber jetzt machen wir erstmal einen Break und sehen uns morgen wieder, wenn es weitergeht mit Phantom Doctrine. Noch keine Informationen gesammelt dafür. Hackfleisch. Und hier. Blablabla, moderne Arten der drahtlosen Kommunikation entgegenzuwirken. Das Berghausen.